der Universität, bei uns an der Universität Duisburg-Essen. Mein Name ist Dirk Witowski und ich bin vom Institut für Mobilitäts- und Stadtplanung und bin dort der Professor. Auch wenn es leider hier heute nur der digitale Hörsaal ist, freuen wir uns natürlich sehr, dass ihr alle dabei seid und wir heute Ihnen spannende Sachen über die Mobilitäts- und Stadtplanung der Zukunft erklären. Durch Corona ist natürlich auch vieles anders geworden. Wir haben andere Ziele, wir sind andere unterwegs, wir fahren vielleicht weniger mit dem Auto oder mit der Bahn, wir müssen dort Masken tragen, aber das wäre ein Thema für sich, das werde ich heute Ihnen nicht mehr mit auf den Weg geben. Was machen wir denn heute? Wir unterhalten uns heute über den Klimawandel und die Verkehrswende, weil das auch sehr wichtig ist. Warum sind wir eigentlich mobil? Warum brauchen wir denn neue Stadträume und Mobilitätsräume? Wie bewegen wir uns denn in die Zukunft? Und was könnt ihr alles für die Verkehrswende machen? Klimawandel und Verkehrswende, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wir beobachten nämlich, dass sehr viel Treibhausgaskonzentrationen durch uns Menschen in die Welt emporsteigen. Die globale Temperatur steigt immer weiter. Und das darf aber einfach nicht so weitergehen. Erst heute war wieder eine Meldung, dass die globale Temperatur um 1,1 und in Deutschland sogar um fast 1,6 Grad ansteigt. Und warum ist das für den Verkehr so wichtig? Nämlich knapp 20% der Treibhausgasemissionen, die kommen nämlich aus dem Verkehrssektor. Und der ist damit dann ein erheblicher, und trägt erheblich dann zum Klimawandel bei. Und das können wir natürlich nicht weitermachen. Und deswegen müssen wir versuchen, hier mit Maßnahmen die Verkehr und die Mobilitätswende einzuleiten. Und habt ihr schon mal gewusst, in den letzten 5 Jahren waren die weltweit wärmsten Jahre seit 1850. Und warum ist das letztendlich so wichtig? Weil wir dadurch natürlich auch sehr viel Auswirkungen haben. Es wird heißer, wir haben Hitzeperioden, wir haben Starkregenereignisse und da müssen wir drauf reagieren. Und jetzt zeige ich euch mal einen Wetterbericht. Wie könnte das Wetter 2015 aussehen? Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter am 7. August 2050 und der Sommer präsentierte sich bisher schon so, dass immer wieder Unwetter unterwegs waren und das ist auch heute der Fall gewesen. Hier eine weitere Superzelle aufgenommen von Benedikt Schmidt bei Ingolstadt und auch im Main-Taunus-Kreis ging es wild zu und her, was Sie hier sehen. Der starke Regen, teilweise sind 100 und mehr Liter auf den Quadratmeter innerhalb weniger Stunden gefallen. Knietiefes Wasser, die Autos kommen kaum durch und natürlich ist dann auch die Kanalisation vollkommen überfordert. Und wenn wir mal auf den Radarfilm schauen, dann sehen Sie hier von Westen in verschiedenen Staffeln kommen die Unwetter reingezogen. Gerade auch hier über Sachsen-Anhalt jetzt ein Schwergewitter weiter unterwegs nach Osten und das wird uns in der Nacht beschäftigen, gerade in der Osthälfte. Dort kommt die Front dann an, drum auch gerade für Berlin, für Brandenburg, für Sachsen-Anhalt bestehende Tornado-Warnung. Die Temperatur sinkt hier teilweise auf nur 22, 23 Grad. Es ist eine Tropennacht. Im Westen, da lockert es dann auf, die Werte dann um 17 Grad. Der morgige Tag ist durchaus ruhiger. Ein paar Schauer am Erzgebirge und Alpenrand wird es geben. Danach kommt die Sonne raus bei bis zu 31, im Bergland angenehmen 21 Grad. Und wenn wir dann aber auf die Aussichten schauen, dann wird es wieder richtig heiß. Der Dienstag sonnig, 33 Grad an der Ostsee, 37 Grad in Richtung Markgräflerland. Und dann kommt die große Hitze zu uns zurück am Mittwoch. Werte über 40 Grad in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und auch Bayern. 42 Grad, das werden die höchsten Werte sein. Und dann kann es gerade hier im Schwarzwald zu schweren lokalen Hagelgewittern kommen. Hageldurchmesser wahrscheinlich im Bereich so zwischen 7 und 9 Zentimetern. Dann kommen die nächsten Tage und da haben wir es mit einer klassischen Omega-Wetterlage zu tun. In weitem Bogen werden die Tiefs um uns rumgeführt. Das heißt bei uns Trockenheit auf der einen Seite und große Hitze und dann auf der anderen Seite, wenn Sie hier Richtung Schwarzes Meer nach Südosteuropa gucken, da haben wir dann wieder die Hochwasserwetterlage. Trotzdem wünsche ich Ihnen jetzt mit diesem Ausblick noch einen angenehmen Abend. Und das möchten wir natürlich vermeiden. Wir müssen da sehen, dass die globale Erwärmung unter 2 Grad oder besser unter 1,5 Grad erreicht. Und da müssen wir was gegen machen, um die Wetterextreme und die Klimafolgen wirklich noch kontrollieren zu können. Und dazu sehen wir dann auf dem nächsten Foto oder auf der nächsten Slide nochmal, wie sich denn die CO2-Ausstoßentwicklung entwickelt haben. Hier sehen Sie ganz genau, dass in den letzten 30 Jahren für den Verkehr gar nicht so viel passiert ist.
Wir sehen hier 1990 die Werte und 2020, das ist fast auf einem ähnlichen Bereich gegangen. Und hier müssen wir mindestens die Hälfte der Emissionen reduzieren. Und das heißt aber auch, dass wir hier unser Verhalten letztendlich ändern müssen. Und warum ist das denn so? Es gibt viele Verkehrsmittel, die stoßen einfach zu viel CO2-Emissionen in die Atmosphäre und haben daher einen erheblichen Anteil am Treibhauseffekt. Hier auf der Folie seht ihr zum Beispiel das Flugzeug. Das ist der Spitzenreiter. Und das heißt natürlich, dass wir innerdeutsche Flüge einfach minimieren müssen. Wir haben als Alternative den Zug, den ICE, der ist viel klimafreundlicher als zum Beispiel das Flugzeug. Aber auch das Auto, das Massenverkehrsmittel, mit dem wir tagtäglich alle unterwegs sind, hat einen erheblichen Anteil an den Klimawandel und an die klimaschädlichen Treibhausgase. Und von daher gibt es viele verschiedene Verkehrsmittel, die viel umweltfreundlicher sind und die müssen wir nutzen. Und daher gibt es natürlich sehr viele positive und aber auch negative Effekte im Bereich Verkehr auf unsere Umwelt und natürlich auf unsere Lebensqualität. Hier sehen Sie ganz viele Verkehrsmittel, die Sie alle kennen. Das Auto, ein LKW, aber auch Schiffe, Busse, Flugzeuge, der Traktor, der Motorroller, aber natürlich auch die ganz umweltfreundlichen Verkehrsmittel, Fuß, Rad oder auch den Roller. Und mit all diesen Verkehrsmitteln sind wir natürlich mobil. Wir können unsere Bedürfnisse befriedigen, wir können einkaufen gehen, wir können Freizeiteinrichtungen besuchen und natürlich zur Ausbildung oder zur Arbeit damit fahren. Und wir können es natürlich auch aktiv bewegen. Und das ist natürlich alles sehr wichtig. Aber auch für unsere wirtschaftliche Entwicklung ist es natürlich wichtig, dass wir eine gute Mobilität und gute Verkehrssysteme einfach haben. Aber gerade haben wir schon gehört, es gibt auch sehr viele negative Aspekte eigentlich, die wir haben. Es gibt sehr viele hohe Verkehrsbelastungen, es gibt Luftverschmutzung, viele Verkehrsmittel sind einfach zu laut, wir haben Unfälle natürlich und wir brauchen natürlich mit den Verkehrsflächen sehr hohe Flächen. Es gibt sehr viele Straßen, Autobahnen und auch hier müssen wir versuchen, dass wir den Stadtraum und unsere öffentlichen Räume viel effektiver nutzen, um Fuß- und Radverkehr zu nutzen. Und von daher ist es so, dass der Nutzen natürlich nicht weniger sein soll als die Kosten, die wir natürlich haben. Und hier müssen wir letztendlich arbeiten, dass Tote und Verletzte und der Verbrauch mit unseren natürlichen Ressourcen und die Belastungen kleiner sind als natürlich unsere Lebensqualität und die Gesundheit und damit der Schutz von allen Kindern und natürlich von allen Menschen, die wir letztendlich haben. 30 in Essen-Rüttenscheid wohnt und die Mobilität der Vergangenheit gar nicht mehr kennt. Mutter Tanja ist 35 Jahre alt und arbeitet als leitende Versicherungsangestellte. Auf ihrem Smartphone vergleicht sie ihre Optionen. Die U-Bahn wäre heute das schnellste Verkehrsmittel. Doch entscheidet sich Tanja für ein Sharing-Auto, da sie einige Unterlagen mit ins Büro nehmen möchte. Die Fahrt dauert zwar ein paar Minuten länger, ist heute für Tanja aber bequemer. Sie geht zu Fuß zum Energieparkhaus, leiht sich mit ihrer Mobilitätskarte ein Auto aus und fährt zum Büro. Das Auto kann sie direkt nebenan wieder abstellen. Kurz vor Feierabend überprüft Tanja noch schnell die aktuellen Verkehrsverbindungen. Um dem Feierabendstau zu entgehen, nutzt sie für den Heimweg die U-Bahn und fährt bis zur Mobilitätsstation. Den Rest des Weges kann sie zu Fuß laufen. Ulf Steinke ist 39 Jahre alt, arbeitet als freier Grafiker und kann sich somit seine Zeit flexibel einteilen. Nach dem Frühstück bringt er seine Tochter zur Kita. Umweltfreundlich natürlich. Dazu nimmt er das Angebot des lokalen Fahrradverleihsystems wahr und leiht sich eines der praktischen Lastenräder. Von der Kita aus fährt Ulf dann ins Büro und hält auf dem Weg dorthin noch kurz am Getränkemarkt, um zwei Kisten Wasser zu kaufen. Diese kann er ohne Probleme mit dem Rad transportieren. Nach der Nutzung stellt er das Fahrrad an der Station in der Nähe des Büros wieder ab. So, jetzt habt ihr schon mal gesehen, wie vielleicht die Mobilität in der Zukunft aussehen kann. Ihr könnt uns natürlich auch die ganze Zeit Fragen stellen. Der Link ist natürlich auch eingebettet auf der YouTube-Seite. Also fragt, wenn ihr möchtet. Jetzt haben wir einen Blick in die Zukunft gerichtet und wir stellen uns natürlich die Frage, warum sind wir denn eigentlich auch mobil? Und letztendlich gibt es da eine Stadt. Die Stadt ist eine Schablone für unsere Verkehrssysteme und damit auch für unsere Mobilität. Und jeder von uns hat natürlich unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse. Es gibt unterschiedliche Einwohner, junge, alte Menschen. Und für alle gibt es ein Verkehrsmittel, was sie gerne benutzen. Und jeder hat aber von euch andere Mobilitätsbedürfnisse.
Ihr geht vielleicht gerne einkaufen, geht natürlich zur Schule oder in den Kindergarten, geht zu einer Freizeitrichtung zum Schwimmen. Und all das sorgt für Verkehr und für Mobilität. Und deshalb gibt es einen ganz großen Mobilitätsbaukasten, den wir haben. Und aus diesem Baukasten sucht ihr immer das Verkehrsmittel, was für euch das Beste ist. Und jetzt müssen wir aber schauen, dass diese Verkehrsmittel eigentlich sehr klimafreundlich sind und nicht klimaschädlich. Und letztendlich ist das Verkehr, ist dann die Überlagerung von euren Mobilitätsbedürfnissen, alles, was das auf der Straße messbar ist. Das ist letztendlich der Verkehr, den wir messen. Anzahl der Fahrzeuge und Anzahl Fahrten im ÖPNV. Also die realisierte Ortsveränderung, das ist das, was wir messen. Jetzt gibt es aber sehr viele unterschiedliche Verkehrsmittel auch. Ich habe hier auch mal ein Verkehrsmittel ausnehmen, was ihr alle kennt. Ihr habt vielleicht alle mal angefangen hier mit diesem Bobbycar. Das ist so das Erste, bevor dann auch der Roller kommt oder das Laufrad. Vielleicht der Roller, mit dem ihr zur Schule fahrt, aber auch die Inliner, ein Waveboard oder ein Skateboard. Und letztendlich kennt ihr natürlich auch den Zug oder das Auto. Und natürlich, um mobil zu sein, um euren Aktionsradius zu vergrößern, ist natürlich das Fahrrad auch ein super Verkehrsmittel, weil ihr erzeugt eure eigene Energie, es ist umweltfreundlich, klimafreundlich und damit entdeckt ihr natürlich auch die Welt. Ihr vergrößert eure Aktionsradien und das ist, was wir natürlich möchten. Und die Kinder haben oder ihr habt natürlich sehr viele Ideen, wie man hier auf diesen Bildern auch erkennt, was sind denn eigentlich die Verkehrsmittel, die es gibt. Aber man sieht auf den Verkehrsmitteln auch, so irgendwie dominiert doch irgendwie das Auto, oder? Ich sehe wenig Fußgänger und Radfahrer, dafür sehe ich aber auch mehr UFOs oder Drohnen, also sehr technisch orientiert. Und darum geht das hier, das Verhalten zu verändern. Und jetzt haben wir auch eine Frage von euch. Mit welchem Verkehrsmittel kommt ihr denn? Kommst du denn normalerweise zur Schule? Geht doch einfach jetzt mal auf unsere Frage, auf Pingo und schreibt einfach euer Verkehrsmittel letztendlich rein. Und dann sind wir mal später mal gespannt, wie ihr denn abgestimmt habt. Und dann schalten wir gleich nochmal auch auf das Ergebnis. In der Zwischenzeit mache ich aber auch nochmal weiter, um zu schauen, was es denn noch gibt. Es gibt nämlich ganz viele unterschiedliche Muster, die wir einfach haben. Weil die Mobilität von euch allen ist sehr unterschiedlich, weil genau wie ihr seid unterschiedlich und die ganze Menschheit ist vielfältig und ihr Kinder natürlich auch. Und dafür gibt es natürlich so ein klassisches Muster, was wir haben. Ihr wohnt zu Hause und dann fahrt ihr zur Schule, vielleicht mit dem Roller. Von der Schule fahrt ihr wieder mit dem Roller zurück und dann am Nachmittag geht ihr vielleicht noch auf dem Spielplatz und da fahrt ihr vielleicht schon mit dem Fahrrad und wieder zurück. Das ist ein klassisches Aktivitätsmuster, was wir haben. Es gibt aber auch viele komplexere Muster, die wir haben, zum Beispiel Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Freizeit und wieder nach Hause zurück. Das ist auch eine Kette, die hier mit dem PKW durchgeführt werden. Wir sprechen dabei auch immer von Aktivitäten und Wegen. Aktivitäten ist das, was wir an unserem Zielort denn durchführen. Und Weg ist eigentlich der Weg zwischen den beiden Einrichtungen, um zu einer Aktivität zu gelangen. Und dabei können wir die Startzeit, die Endzeit messen, aber auch, wie lange brauchen wir denn, um von A nach B zu kommen. Und natürlich ist auch wichtig für uns die Entfernung. Denn das ist auch alles sehr wichtig, wenn es darum geht, letztendlich Emissionen zu messen und natürlich auch die Treibhausgasemissionen zu minimieren. Und jetzt mal ein Beispiel, wie komme ich denn eigentlich normalerweise zur Uni nach Essen? Also normalerweise fahre ich mit dem Fahrrad zum S-Bahnhof Dortmund-Universität. Manchmal, wenn das Wetter schlecht ist, fahre ich auch mit dem Bus. Oder heute Morgen bin ich sogar gelaufen, um diesen Vortrag nochmal durchzugehen. Dann fahre ich mit der S-Bahn zum Essener Hauptbahnhof. Und dann laufe ich normalerweise zur Universität Duisburg-Essen zu meinem Arbeitsplatz. Manchmal benutze ich auch das Metropolrad, also ein Bikesharing. Oder, wenn das Wetter schlecht ist, fahre ich natürlich auch mal mit der U-Bahn. So, und jetzt schalten wir mal live zu unseren Außenreporterinnen. Und ich schalte mal live zu Sina. Hallo Sina. Ja, vielen Dank, lieber Dirk. Auch wir vom Immobis sind natürlich jeden Tag kreuz und quer im Ruhrgebiet unterwegs. Und hier gibt es so viele verschiedene Verkehrsmittel, aus denen man wählen kann. Zum Beispiel das eigene Auto. Aber das ist eine ganz schön laute und stinkige Angelegenheit. Und auf der A40 stehen wir noch immer im Stau. Da muss es doch noch was anderes geben, oder? Hi Sina. Ich berichte hier live vom Rhein in Düsseldorf. Hier gibt es einen sehr breiten Weg. Dort können die Menschen zum Beispiel spazieren gehen oder auch joggen. Manche fahren auch mit den Inline-Skates oder mit dem Skateboard. Andere fahren auch Fahrrad. Und in der Stadt gehen Menschen immer sehr gerne in ihrer Freizeit ans Wasser, eben um dort ein bisschen Sport zu treiben oder ihre Freizeit zu verbringen. Hier kann man auch schön Schiffe beobachten. Öfter fahren hier auch Züge. Und ich habe auch gehört, dass es etwas komplizierter ist, wenn Menschen durch die Stadt fahren müssen, um irgendwo hinzukommen.
Sarah, ich habe gehört, da gibt es eine gute Lösung in Essen. Kannst du vielleicht mehr darüber erzählen? Auf geht's nach Essen. Danke dir, Kerstin. Ich bin hier in Essen gerade auf der Fahrradstraße unterwegs, auf dem Weg zu einer ganz besonderen Fahrspur, nämlich der sogenannten Umweltspur. Die fängt am Hauptbahnhof an und führt einmal quer durch die Innenstadt direkt bis zur Uni. Diese Umweltspur ist eine extra markierte Spur auf der Straße, auf der keine Autos erlaubt sind. Und stattdessen dürfen hier nämlich nur solche Verkehrsmittel fahren, die entweder ganz ohne Abgase auskommen, wie ich und mein Fahrrad, oder solche, die besonders viele Menschen auf einmal transportieren können, wie Busse. Und weil Autos hier auf der Spur nicht fahren dürfen, gibt es auch keinen Stau. Ich kann also jederzeit gemütlich mit meinem Rad an den Autos vorbeifahren. Und hier in der grünen Mitte endet die Umweltspur. Aber meine Fahrt geht noch ein bisschen weiter. Sag mal, Sina, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Also ich persönlich fahre ja wirklich gerne Bus und Bahn. Einfach reinsetzen und zum Ziel chauffiert werden. So einfach. Und deswegen mache ich mich jetzt mal auf den Weg zur U-Bahn. Ich fahre hier jeden Tag von der Uni nach Hause und ins Büro. Wir sind hier jetzt schon fast angekommen und das ist wirklich super. Also ich bin wirklich zufrieden. Ah, wer kommt denn da? Ist das die Sarah? Hi! Und damit zurück zu dir, Dirk. Ja, vielen Dank an unsere Außenreporterin. Und jetzt habt ihr schon ganz viele tolle Verkehrsmittel gesehen, die wir nutzen können. Breite Radschnellwege oder Radautobahnen, grüne Wellen, Umweltspuren. All das ist natürlich zusammen mit dem öffentlichen Nahverkehr als Rückgrat sehr wichtig, um Alternativen zum privaten Auto zu schaffen. Und wir wollen ja auch Alternativen schaffen, um halt zu bestimmten Zwecken einfach umweltfreundlich und mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Und das könnt ihr natürlich auch alle mitmachen. Mobilität kann man aber genau mit Fragebögen zum Beispiel genau messen. Wisst ihr eigentlich, wie mobil ihr seid? Im Schnitt macht ihr 2,8 Wege pro Tag. Also 2,8 Mal verlasst ihr das Haus, fahrt zu einem Ziel. Und dabei seid ihr ungefähr 65 Minuten unterwegs an einem normalen Tag. Und das stellt euch mal vor, das ist schon eine ganze Menge. Und wenn wir jetzt mal sehen, wie sehen denn unsere neuen Stadträume und Mobilitätsräume auf einmal auf? Da müssen wir was ändern, das ist klar. Wir haben gerade gehört, die Autos nehmen sehr viel Platz ein, sind laut und teilweise sind sie stinkig und geben halt viele Abgase an die Umwelt ab. Und das müssen wir wirklich vermindern und hier versuchen, neue Wege, neue Optionen für euch zu schaffen. Und für jeden Zweck gibt es eigentlich optimale Verkehrsmittel. Um auf einen großen Mobilitätsbaukasten könnt ihr praktisch für euch das Verkehrsmittel aussuchen. Gerade für den Nahbereich ist natürlich das Fuß und das Fahrrad und der Roller natürlich optimal. Aber auch immer mehr gibt es E-Bikes oder Pedelecs, die auch sehr freundlich sind, wenn denn der Strom natürlich auch aus Sonnen- oder Solarenergie oder Wasserenergie regenerativ gewonnen wird. Natürlich gibt es aber auch dann das Carsharing und das E-Auto, wo wir dann weiter mit dem Auto unterwegs sind. Aber wir versuchen, das Auto uns zu teilen und hier neue Wege zu schaffen, um wirklich Alternativen letztendlich anzubilden.
Natürlich, wenn man weiter wegfährt, ist natürlich der Zug das optimale Verkehrsmittel. Und manchmal geht es natürlich auch nicht anders. Da muss man vielleicht auch mal mit dem Flugzeug unterwegs sein. Aber es gibt natürlich auch für euch, zur Schule zu kommen, viele tolle Alternativen. Zum Beispiel der Walking Bus, wo ihr zusammen weiter zur Schule geht. Ihr trefft euch mit Leuten, habt einen virtuellen Busfahrer und der bringt euch dann zu Fuß praktisch zur Schule. Oder Hol- und Bringzonen, wo ihr vor der Schule abgesetzt werden könnt und die restlichen Meter praktisch zur Schule lauft, um hier auch wirklich einmal die Verkehrssicherheit direkt an der Schule zu erhöhen, aber auch um euch zu bewegen und aktiv was für die Umwelt zu tun. Was heißt das jetzt aber? Die individuelle Mobilität wird viel bunter und flexibler wirklich und das private Auto wird nicht mehr das alleinige Universalverkehrsmittel sein. Hier seht ihr, wie komplex die Sachen miteinander vernetzt sind in einem integrierten Mobilitätssystem, was wir brauchen. Angefangen natürlich mit dem ÖPNV, also Bus und Bahn als Rückgrat für unsere Mobilität in der Innenstadt. Es wird aber auch eine geteilte Mobilität geben, wo wir Wege und Fahrten und Fahrzeuge teilen. Das Bike-Sharing und Carsharing oder auch Ride-Sharing, davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Dadurch, dass es einfach weniger Autos geben muss, weil letztendlich sitzen immer nur 1,2 Personen in einem Auto, obwohl da 5 Leute letztendlich reinpassen. Und das ist wirklich nicht effizient. Und es wird natürlich auch eine andere Antriebsaggregat geben. Also die Motoren verändern sich. Es wird nicht mehr den Verbrennungsmotor geben, sondern es wird viel mehr Elektromobilität geben im Bereich Auto, Roller oder Motorrad. Und natürlich ein wichtiges Verkehrsmittel für euch. Ihr geht zu Fuß oder fahrt mit dem Rad. Das sind die ältesten Verkehrsmittel natürlich. Und da seid ihr mit eurer Energie natürlich selbstständig und könnt wirklich die Umgebung entdecken. Und das ist natürlich wichtig. Von daher ist aber auch so, wir müssen den Verkehr einfach reduzieren und die Mobilität erhöhen. Das ist natürlich wichtig, um halt weiter hier klimafreundliche und ressourceneffiziente Räume zu schaffen. Natürlich gibt es auch neue Technologien, die wir haben. Elektromobilität habe ich schon angeführt, aber auch die Automatisierung als Chance, dass Fahrzeuge gleich automatisiert herumfahren, was natürlich auch wichtig ist, um die Verkehrssicherheit letztendlich zu erhöhen und die Straßen optimal auszulasten, um natürlich auch mit intelligenten Algorithmen die Verkehrsströme so zu steuern, dass es so keinen Staus gibt und dass die Emissionen letztendlich auch minimiert werden. Light. Fastlane Artificial Intelligence Transportation. Hier habt ihr auch mal gesehen, wie die Zukunft vielleicht aussehen kann. Das sind kleine automatisierte Fahrzeuge, die sich selbst den Weg suchen und indem wir entspannt fahren können und reisen können, indem wir nicht mehr selbst lenken. Wir können uns einfach reinsetzen und lesen oder vielleicht einfach aus dem Fenster schauen. Und das gibt es natürlich auch noch im Bereich der Drohnen und in der Luft. Wenn man nicht mehr auf dem Boden genug Platz hat, dann versucht man natürlich die Räume, die oben drüber sind, zu entdecken. Man geht in die nächste, in die horizontale Ebene und es gibt Drohnen, mit denen Pakete transportiert werden können in entlegene Gebiete oder zum Beispiel auf Inseln. Es gibt Seilbahnen und das sorgt natürlich auch, wenn sie mit Elektromobilität angetrieben sind, für geringe Emissionen, aber auch für eine gute Ressourceneffizienz, die wir einfach haben. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist ein Stadtdesign. Wir wollen natürlich einen Eingriff. Wir wollen natürlich nicht, dass Hunderte von Drohnen unsere Stadt bevölkern, sondern hier muss man schauen, für welche Einsatzgebiete die denn wirklich voran sind und mit denen wir hier wirklich die Stadt neu gestalten können und unsere Verkehrsprobleme lösen. Und jetzt sehen wir mal hier einen kleinen Roboter, den wir zusammengebaut haben, der auch selbstständig fahren kann. Wir versuchen das mal hier. Mein Assistent Jonathan versucht mal mit dem Roboter zu fahren, diese schwarze Linie entlang. Er hat unterschiedliche Sensoren und kann wirklich Farben erkennen und kann Sachen erkennen, um letztendlich dann alleine rumzufahren.
Sie sehen, er fährt vorwärts und sucht sich den Weg einer Linie. Und immer, wenn er von der Linie wieder entfernt kommt, dann fährt er automatisch wieder rum und sucht sich den optimalen Weg. Und das gibt es heute mit ganz vielen Sensoren, die wir haben, sehr viele automatisierte Fahrzeuge, wo wir ja immer noch das Lenkrad und eingreifen können. Aber irgendwann wird es vielleicht sein, dass halt viel mehr automatisierte Fahrzeuge rumfahren. Aber das ist natürlich auch nicht die Lösung. Wir möchten ja viel weniger Autos einfach haben. Wir möchten weniger Fahrzeuge im Straßenraum haben, damit wir die Flächen wieder für euch haben zum Spielen, um Fuß zu gehen oder auch mit dem Rad durch die Gegend zu fahren. Und letztendlich sehen wir jetzt aber auch nochmal gleich eine Drohne, die wir haben. Mit einer Drohne, wie gesagt, kann man Pakete transportieren. Aber in Zukunft kann es vielleicht auch sein, dass wir auch wirklich mit einem Flugtaxi vielleicht Menschen transportieren. Natürlich ist dann eher eine Art Luxusmobilität, die wir haben. Aber hier sehen Sie jetzt auch nochmal einen Flug mit einer Drohne, wie ihr das auch mal ausprobieren könnt. Und jetzt gucken wir mal, dass die Drohne auch fliegt. Und wir hier starten können. Sonst mache ich gleich erstmal weiter, während wir das noch vorbereiten. Jetzt schauen wir mal, ob die Drohne wirklich fliegt. Unser Pilot Jonathan probiert gerade alles Mögliche, um die Drohne zu starten. Wie sieht's aus, Jonathan? Klappt das mit der Drohne? Im Moment haben wir ja nicht. Wir versuchen gleich dann nochmal live zu der Drohne zu schalten und machen dann auch erstmal weiter auf der nächsten Folie. Letztendlich geht es nämlich darum auch, dass wir den Stadtraum und den öffentlichen Raum anders gestalten. Und jetzt schaut auch mal gleich das Video an, denn hier werden unsere Straßenräume ganz neu designt und wir denken einfach anders. Wir müssen wirklich radikaler denken und versuchen, den öffentlichen Raum ja, schöner und effektiver zu gestalten. Das war ja ein tolles Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielen Dank nochmal an Jan Kamenski für diese tolle Arbeit. Und ich glaube, hier hat man ganz doll gesehen, wie man denn die graue Struktur, die graue Infrastruktur, die wir haben, viel besser in grüne Flächen, in blaue Infrastrukturen umwandeln kann. Das sind dann wirklich Räume, in denen wir uns wohlfühlen mit einer hohen Aufenthaltsqualität und Lebensqualität. Und das ist natürlich, was wir machen. Und ich glaube, es ist allen klar, dass es viel mehr Spaß macht, natürlich in diesen Räumen sich zu bewegen, zu Fuß zu gehen und mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und es ist klar, in welcher Stadt möchtet ihr denn leben? Schaut doch mal auf dem Foto jetzt,
Eine Stadt mit sehr viel Abgasen, mit sehr viel Autos. Die Leute kommen fast gar nicht von einer Seite auf die anderen. Und für Kinder ist das natürlich nicht schön, dort draußen zu spielen. Und auf der anderen Seite eine Stadt, die wir hier sehen, wo es viel weniger Autos gibt, wo man mit dem Fahrrad und zu Fuß auf der Straße spielen kann, wo sehr viele Leute einfach den öffentlichen Nahverkehr nutzen, weil der natürlich viel effektiver ist. Da passen viel mehr Leute in ein Gefäß rein und wir brauchen nicht so viel Platz für die Autos, wie gesagt, die nur mit 1,2 Personen besetzt sind. Also das ist klar. Ich glaube, die meisten von euch würden auch sagen, okay, ich möchte lieber auch in der Stadt leben, wo es Bäume gibt und wo viel mehr Platz auf der Straße ist. Hier haben wir jetzt auch noch mal eine Frage. Was soll es denn in deiner Wohnumgebung alles geben? Geht noch mal auf die Frage und sucht mal eure Sachen aus, was ihr glaubt. Wie soll denn eine attraktive Wohnumgebung sein? Was braucht ihr denn, um wirklich glücklich zu sein und euch wirklich wohlzufühlen? Das ist natürlich sehr wichtig und wir werden gleich auch noch mal eure Ergebnisse präsentieren. Vielleicht schauen wir jetzt auch noch mal, ob die Drohne fliegt. Ich frage noch mal unseren Piloten Jonathan, ob das jetzt geht. Und jetzt versuchen wir noch mal, die Drohne fliegen zu lassen. Sie sehen jetzt, wie die Floge steigt oder sowas. Und hier kann man natürlich sich vorstellen, dass unter der Drohne jetzt auch Pakete festgesetzt werden, die man dann transportieren kann. Unten drunter hat man natürlich Platz für unsere öffentlichen Räume, für Grünflächen, die wir haben und kann so Sachen transportieren. Und versuch mal in die Kamera nochmal zu fliegen, dann seht ihr das vielleicht auch nochmal ein bisschen besser. Und man sieht auch, dass das natürlich elektrisch angetrieben wird und dass die Drohnen auch automatisiert letztendlich auch fliegen können. Und letztendlich ist das nur ein Teil in diesem großen Mobilitätsbaukasten, den wir natürlich haben und eine Ergänzung, weil das auch viel effektiver natürlich teilweise ist als andere Verkehrsmittel. Dir vielen Dank erstmal dafür. So, und jetzt sehen wir auf dem nächsten Bild mal eine Straße, wie sie eigentlich jetzt immer aussehen. Die Straßen sind erst grau und monoton. Wir sehen ganz viele Fahrstreifen und eigentlich sieht man nur Autos und Parkplätze. Wir haben ein bisschen Bürgersteig, wo man zu Fuß unterwegs sein kann, aber auch einen Fahrradweg, aber man ist eingefärcht zwischen diesen Autos und so richtig schön ist das nicht. Und jetzt versuchen wir nochmal, einen Straßenraum zu gestalten, der viel schöner ist, der viele Flächen für Fußgänger und Radverkehre hat. Dafür schalten wir jetzt einfach auch nochmal auf einen anderen Rechner und Paula versucht jetzt auch nochmal, diesen Straßenraum ganz neu zu gestalten. So, jetzt solltet ihr das auch mal sehen und jetzt sehen wir dann, wie wir die einzelnen Sachen auch schon mal wieder wegnehmen und versuchen hier ja einen ganzen anderen Straßenraum jetzt herzustellen und zu planen. Und das könnt ihr auch alles selbst machen auf der Seite von StreetMix. Geht da mal drauf nach unserer Vorlesung und plant auch mal, was ihr denn glaubt, wie euer Verkehrsraum ist. Und wichtig ist, wir gehen jetzt von außen nach innen. Wir fangen nämlich erst mit den wichtigen Verkehrsteilnehmern an. Das seid nämlich ihr. Und ihr fahrt nämlich vermehrt zu Fuß oder geht zu Fuß und fahrt mit dem Fahrrad. Von daher fangen wir an und setzen erstmal auf der linken Seite Fußwege hin, die richtig schön breit sind von mindestens 2 Meter. Und wir setzen natürlich auch Bäume dahin, denn ihr braucht Grünflächen und das Mikroklima. Was sehr wichtig ist, das braucht natürlich auch die Bäume, um sich eigentlich auch und damit ihr euch natürlich auch wohlfühlt. Und neben dem Gehweg machen wir natürlich dann auch einen Radweg. Und der Radweg ist eigentlich auch geschützt von der Fahrbahn. Und dann machen wir aber auch noch Fahrstreifen, die multifunktional sind, also die nicht nur für das Auto sind, sondern die sind für das Auto und für das Fahrrad so eine Art Umweltspur. Und wir packen natürlich auch den öffentlichen Nahverkehr noch rein. Weil der öffentliche Nahverkehr, der kann, wie wir es gerade schon gehört haben, ganz viele Leute natürlich transportieren. Und diese Fläche können wir natürlich dann nutzen, um Fuß- und Radwege für euch zu bauen. Letztendlich brauchen wir auch eine Haltestelle oder eine schöne Mobilstation, um sich wohlzufühlen. Und was gibt es denn noch, was wir jetzt brauchen? Das sieht ja schon alles sehr viel freundlicher aus. Genau, wir können auch noch viele Flächen, die wir jetzt gespart haben, nutzen. Zum Beispiel einen Foodtruck, wo ihr ein Eis essen könnt oder einen Burger. Letztendlich kann man da auch Sitzmöglichkeiten, Paletten draufpacken, wo ihr letztendlich auch diesen Raum nutzen könnt, um mal zu lesen oder euch mal zu relaxen. Und ich glaube schon, dass das ganz klar ist, dass dieser Raum natürlich wesentlich schöner ist als das, was wir gerade gesehen haben. Und das Gute ist, dass dort viel mehr Menschen transportiert werden können als den Raum, den wir gerade haben. Und zwar natürlich mit der Bahn und durch viele Fahrradfahrer. Da können fast doppelt so viele Menschen transportiert werden pro Stunde wie
in dem Straßenraum mit den vielen Fahrstreifen. Und das ist natürlich was Schönes. Und hier müssen wir natürlich hingehen und die Straßenräume letztendlich so zu bauen. Jetzt machen wir die Straßen nochmal breiter und sehen hier, dass sich das immer weiterentwickeln kann. Und letztendlich ist das auch eine schöne Seite, wo man wirklich, wo ihr letztendlich wirklich mal probieren könnt, wie euer optimaler Straßenraum den aussehen könnte. Und dann geht ihr mal zum Fenster und schaut bei euch vor die Tür und überlegt mal, naja, vielleicht passt der Wunsch und die Realität einfach nicht zusammen. Und dagegen müsst ihr natürlich was machen. Und darum ist es natürlich auch wichtig, dass ihr mitmacht und versucht, hier aktiv zu sein, um hier halt die Welt und die Stadt so zu verändern, weil ihr seid natürlich die Zukunft und ihr möchtet natürlich hier leben und ihr seid natürlich ganz wichtig. So, ich glaube, jetzt haben wir den Straßenraum wirklich schön umgestaltet und sind hier wirklich dabei, eine Stadt zu entwickeln natürlich, wo wir uns alle wohlfühlen können. Und das kann man natürlich für viele, viele Straßen einfach machen. Und da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf. Und das, was wir gesehen haben, das machen wir natürlich auch hier in der Forschung, in vielen Simulationsmodellen. Und ihr kennt natürlich auch Modelle, ein Eisenbahnmodell oder hier ein Lego-Modell. Und schön ist auch, dass Lego auch schon Richtung Sharing und Fahrradfahren sich entwickelt, dass man das hier auch weiterbauen kann. Das ist sehr schön. Und ich zeige gleich auch nochmal ein Video, wie wir das machen. Um das zu erforschen, haben wir auch letztendlich dann virtuellen Brillen. Das kennt ihr vielleicht vom Spielen. Aber wir nutzen das natürlich für die Forschung und gehen in virtuelle Räume und schauen uns dann, wie gerade so ein Straßenraum neu entwickelt wurde, an, wie sich Leute darin wohlfühlen, was das, natürlich das Ganze mit Aufenthaltsqualitäten zu sein, mit Emotionen, die man hat. Das ist ganz wichtig, um halt Identitäten zu stiften und Räume, wo es einfach Spaß macht, sich wirklich draußen zu bewegen. Und wie sowas aussehen kann, das sehen wir jetzt mal in dem nächsten Video. Hier sieht man dann auch einen Raum, den man gestaltet hat. Und jetzt können wir wirklich beobachten, was heißt denn das, wenn wir den Verkehr verändern, die wir letztendlich einfach haben. Hier sieht man dann nochmal die Autos, auch in einer schönen Blickrichtung, die wir haben. Und man kann jetzt wirklich hier durchgehen und sich anschauen, wie denn die Welt ist und vor allem, was passiert, wenn man was verändert. Wir können Fahrstreifen wegnehmen, wir können die Räume anders gestalten und wir können sehen, wie der ÖPNV fährt. Wir können die Lichtsignalanlagen, die Ampeln letztendlich verändern und letztendlich hier die Zeiten anpassen, um zu sehen, welche Reaktionen letztendlich wirklich auftreten. Und das ist natürlich ganz wichtig, um zu schauen, wie kann man denn die Emissionen und die Belastungen letztendlich reduzieren und wie kann man Räume schaffen, wo Menschen sich wirklich wohlfühlen. Also ihr seht, die Forschung ist ganz wichtig und hier gibt es ganz viele neue Möglichkeiten natürlich, die wir nutzen, um hier letztendlich auch hier neue Effekte und vor allem Maßnahmen, die wir haben, abzuschätzen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein virtuelles Spiel, was man hat, wie eine virtuelle Realität. Und das macht natürlich Spaß, sowas zu entwickeln, in der Forschung zu schauen, was passiert denn, wenn wir Stadträume und Verkehrssysteme verändern, welche Effekte sind denn letztendlich davon zu erwarten. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wie bewegen wir uns denn wirklich in der Zukunft? Das ist natürlich wichtig und das interessiert natürlich euch. Wir möchten natürlich die Stadträume und Mobilitätsräume letztendlich verändern. Und vielleicht könnte die Mobilität so aussehen, wie der nächste Film letztendlich nochmal zeigt. Eine Region, die gezeigt hat, dass sie sich wandeln kann. Die Schlote haben aufgehört zu qualmen, die Auspuffe der Autos nicht. Es gibt viele alte Industrieflächen entlang der Emscher. Durch den Emscher-Umbau haben wir jetzt die Möglichkeit, neue Räume und Wegeverbindungen für die Menschen im Ruhrgebiet zu gestalten. Daran arbeiten wir mit dem Projekt Neue Emscher Mobilität, kurz NEMO. Unsere Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Bereichen sind dabei im Dialog mit den Menschen vor Ort, um gemeinsam an neuen Ideen für die Mobilität im Ruhrgebiet zu basteln. An insgesamt 4 Pilotorten im Ruhrgebiet schauen wir uns an, wie kann eine neue Mobilität entlang der Emscher aussehen? Vielleicht so, so oder so? Das Ruhrgebiet, in dem wir in Zukunft leben wollen. Wie sieht es aus? NEMO will Antworten auf diese Fragen finden. Ja, Antworten. Plural. Denn es gibt viele Ansätze, die Mobilität in einer Stadt nachhaltig und klimafreundlich zu gestalten. Eins aber ist sicher, eine Verkehrswende muss her.
um urbane Räume lebenswert, gesund und klimafreundlich zu gestalten und fit für die Zukunft zu machen. Mit einem sinnvollen Zusammenspiel verschiedener Verkehrsträger für weniger Lärm und bessere Luft. Eine Mobilität für eine leistungsfähige Region, in der Menschen eine hohe Lebensqualität genießen können. Das Ruhrgebiet hat die Chance, hier Vorreiter zu sein und einmal mehr zu zeigen. Wandel können wir. Ich glaube, das Video hat schon mal schön gezeigt, welche Möglichkeiten es gibt und wie wir wirklich attraktive neue öffentliche Lebensräume, Stadträume für euch schaffen können, um wirklich nachhaltig mobil zu sein und wirklich auch Spaß haben, sich wirklich im öffentlichen Raum wieder zu bewegen. Und was könnt ihr denn alles machen für die Verkehrswende? Es gibt, glaube ich, viele spannende Sachen, die ihr wirklich machen könnt. Ihr könnt experimentieren, ihr sollt euch engagieren und natürlich auch demonstrieren und immer sagen, Mensch, warum fahren wir nicht auch mal wieder mit dem Zug oder mit dem Bahn oder warum laufen wir nicht oder machen wir eine Fahrradtour? Das könnt ihr direkt sagen, weil die Sachen machen einfach Spaß. Ihr könnt auch Modellprojekte starten in der Schule. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, den Schulweg neu zu erkunden, zu entdecken, weniger mit dem Elterntaxi unterwegs zu sein. Ihr könnt aber auch mal die Lehrerparkplätze umgestalten. Macht mal einen schönen Beach draus, Spielmöglichkeiten auf dem Lehrerparkplatz, denn die brauchen vielleicht auch nicht mehr mit dem Auto so ganz bis vor die Schule fahren. Hier gibt es wirklich tolle Möglichkeiten, Projektwochen zu starten für nachhaltige Mobilität. Und auch die Fußwege und Plätze rund um eure Schule könnt ihr mal neu gestalten, mit Sprühkreiden, mit Paletten. Lasst euch was Tolles einfallen, um halt wirklich hier nachhaltig unterwegs zu sein. Denn die Verkehrs- und Mobilitätswende, die ist einfach sehr wichtig und die muss von allen getragen werden. Und ihr seid da auch ein wichtiger Baustein, denn wir als Verkehrsplaner oder auch als Forscher versuchen natürlich hier die Stadt und die Mobilität so zu entwickeln, dass wir alle noch eine schöne Welt in den nächsten Jahren natürlich vorfinden und dass wir den Klimawandel natürlich hier begrenzen. Wir haben jetzt auch noch mal einen Gruß, Friday for Futures, habt ihr vielleicht noch mal gehört. Und jetzt schalten wir noch mal zu Friday for Futures, die möchten euch nämlich auch noch was sagen. Hi, wir sind Manu und Rebecca von Fridays for Future in Essen. Vielleicht habt ihr uns sogar schon mal vorher gesehen. Wir waren vor Corona fast jeden Freitag in der Essener Innenstadt für besseren Klimaschutz demonstrieren, um Politikerinnen und Politiker auf das Thema aufmerksam zu machen. Zu unseren Forderungen zählt auch die Verkehrswende, also eine Veränderung, wenn es darum geht, wie wir uns fortbewegen. Mobilität muss sich verändern, um das Klima zu schützen. Und deswegen erzählen wir euch jetzt kurz, was wir uns von der Politik wünschen. Autos sind groß, schwer und nehmen sehr viel Platz ein. Häufig sitzt trotzdem nur eine Person drin. Die meisten Autos werden Benzin angetrieben, welches im Motor verbrannt wird. Dadurch erzeugen Autos sehr viele Abgase, um sehr wenig Menschen zu transportieren. Deswegen müssen wir uns in Zukunft anders fortbewegen. Entweder zu Fuß, mit ÖPNV, also Bus oder Bahn, oder mit dem Fahrrad. Vielleicht hast ja auch du ein Fahrrad und fährst gelegentlich mal damit. Mit dem Fahrrad kommt man super schnell ans Ziel und es ist gut für die Umwelt. Die gesamte Kraft fürs Fahren kommt nämlich aus deinem Körper. Dabei bleibst du nicht nur fit, sondern es entstehen auch keine Abgase wie beim Autofahren. Deswegen wollen wir, dass es in Essen viel mehr Radwege gibt. Es könnten auch manche Straßen so umgebaut werden, dass sie nur noch von Fahrrädern und FußgängerInnen benutzt werden. So können alle schnell und sicher ans Ziel kommen, auch ganz ohne Autos. In Essen gibt es nun viele Möglichkeiten, mit dem Bus, der Straßenbahn oder der U-Bahn zu fahren. Meistens wird trotzdem das Auto genommen. Vielleicht ist das so, weil der Bus zu teuer ist oder weil man viel zu lange auf die Bahn warten muss. Wir finden, das sollte sich ändern. Denn wenn man nichts bezahlen müsste, würden wir viel öfter damit fahren. Außerdem wäre es gut, wenn man mit der Bahn immer überall hinkommen kann, ohne ständig umsteigen zu müssen. Im Bus können sehr viel mehr Menschen mitfahren als im Auto. Deswegen ist Bus- und Bahnfahren viel besser für unser Klima. Wenn man zu Fuß unterwegs ist, gehört man genauso zum Verkehr wie Autos, Busse oder Fahrräder. Doch oft gibt es nur enge Fußwege oder sie müssen mit Radfahrenden geteilt werden. Wir möchten, dass sich Fußgängerinnen und Fußgänger sicher fühlen können, dass sie Platz haben und auch Menschen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen überall lang fahren oder gehen können. Um die Politik auf unsere Forderung aufmerksam zu machen, streiken wir am 19.03. für eine Verkehrswende. Wir machen eine Fahrraddemo und starten um 11 Uhr am Willy-Brandt-Platz in Essen. Wenn ihr Zeit und Lust habt, dann kommt vorbei und bringt eure Familie und Freunde mit. Jetzt weiter viel Spaß bei der Kinderuni. Wir sehen uns auf der Demo am 19. März. Tschüss! Tschüss.
Ja, vielen Dank, Friday for Futures, für diese tollen Ideen und die Sachen, die ihr natürlich auch mit forciert habt und Aufmerksamkeit auf euch gerichtet habt, um zu zeigen, wir müssen was verändern. Und die Zeit, die rast. Wir haben nicht mehr so lange Zeit. Wir müssen jetzt anfangen, unsere Städte, unsere Mobilität zu verändern, um den Klimawandel wirklich aufzuhalten. Und das wird eine große Herausforderung, die wir alle nur gemeinsam machen können. Aber es heißt jetzt anfangen, um halt hier ja, neue Mobilitätsräume zu schaffen und die Verkehrs- und Mobilitätswende wirklich anzugehen. Und dafür brauchen wir natürlich euch engagiert. Ihr braucht mutige Kinder, die wir haben. Und ihr seid dafür natürlich Pioniere und ihr müsst wirklich was ändern. Denn wir brauchen eine bunte, lebendige Stadt mit grünen, kurzen, leisen Wegen und vor allen Dingen viel Platz für Fuß- und Radwege. Am besten natürlich mit Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet auf allen gemeinsamen Verkehrsflächen. Und dann brauchen wir die Stadtquartiere, in denen es kein oder nur wenige Autos natürlich gibt. Und der öffentliche Nahverkehr, der wird natürlich zu einem flexiblen Mobilitätsverbund mit allen unterschiedlichen Verkehrsmitteln, die wir ja gerade uns angeschaut haben. Und natürlich haben wir auch intelligente Technologien, die Fahrzeuge klimafreundlich steuern. Das haben wir ja gerade zum Beispiel auch aus dem autonomen Fahrzeug schon gehört. Und ich glaube, jetzt haben wir sehr viele Sachen natürlich schon mitbekommen. Und ihr habt natürlich jetzt auch Fragen. Und wir zeigen euch natürlich jetzt auch mal die Ergebnisse der Umfrage. Paula, was waren denn unsere Fragen ergeben? Was ist denn das Lieblingsverkehrsmittel? Und was möchten die Kinder denn wirklich im öffentlichen Raum haben? Vielleicht können wir uns die Ergebnisse jetzt mal anschauen. Und zwar gehe ich mal ein bisschen nach vorne und schaue mal wirklich auf den Monitor, was die Kinder oder was ihr denn eigentlich im öffentlichen Raum haben möchte. Und da gibt es natürlich dann die Bäume, Sitzbänke sind ganz wichtig, aber auch Spielplätze und autofreie Straßen, Radschnellwege, Spielstraßen, Wasserflächen. Also alles, was wir gerade auch genannt haben, ist sehr wichtig für euch und es gibt fast gar keinen Ausreicher. Das heißt halt wirklich, wir müssen groß denken und wirklich radikaler den öffentlichen Raum verändern, damit ihr wirklich wohlfühlt, euch wirklich wohlfühlt und wirklich Spaß hat, draußen zu machen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sind denn die Verkehrsmittel, mit denen ihr denn eigentlich so zur Schule kommt? Da sehe ich, zu Fuß und der Roller sind sehr gut und das Fahrrad natürlich auch und der Bus, das ist natürlich auch sehr positiv. Und man sieht auch noch ein bisschen das Auto natürlich auch, je nachdem von wo man wohnt und die Straßenbahn. Also das ist ganz gut, aber ich glaube, da könnt ihr noch ein bisschen dran arbeiten und vor allen Dingen kann man natürlich schauen, dass das Auto noch ein bisschen weniger wird und vielleicht ihr mehr zu Fuß oder mit dem Roller unterwegs sein. Aber sonst ist das natürlich schon sehr gut, wie ihr eigentlich unterwegs seid. Von daher kommen wir vielleicht auch nochmal zu den Fragen. Ich hoffe, ihr habt alle Fragen fleißig gestellt und wir gucken mal, was jetzt letztendlich für eine Frage kommt. Ich schaue mal, ob Marlene vielleicht eine Frage vorlesen kann oder versuchst du mal, das zu machen. Marlene? Probier mal, du kannst auch die Maske einmal runterziehen, dann hören wir dich vielleicht besser und dann liest mal die erste Frage jetzt vor. Komm mal nach vorne, hier und jetzt guck mal hier, was da steht. Ist das Autofahren mehr geworden wegen Corona? Das ist eine gute Frage und ja, es ist so tatsächlich so. Das Autofahren ist wieder mehr geworden durch Corona, weil wir jetzt alle uns eher in Verkehrsmitteln aufhalten, um vor Infektionen zu schützen. Also beim ÖPNV war man sich gerade unsicher, wie das denn ist mit den Masken. Und da hatten viele Leute Angst. Aber man muss auch sagen, dass viele Leute durch Corona sich mehr bewegt haben. Also sie sind im Nahraum unterwegs gewesen, sind mit dem Fuß unterwegs gewesen, mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Und von daher kann man natürlich auch sagen, dass während des Lockdowns, wo wir mehr zu Hause gearbeitet haben, wo es auch keine Schule gab, da ist der Verkehr natürlich ganz zusammengebrochen und da ist natürlich auch das Autofahren viel weniger geworden. Aber jetzt merkt man schon gerade, dass gerade wenn es wieder hochgeht, das Automobil so ein bisschen stärker anwächst als normal und das ist natürlich eine Richtung, da müssen wir gegensteuern und gucken, dass die Leute wieder mit dem ÖV, mit dem Bus und Bahn unterwegs sind und wir die Ängste der Leute letztendlich hier minimieren, weil es ist klar, man steckt sich auch nicht in dem ÖPNV letztendlich an, man hat dort eine Maske, es ist gut durchlüftet, aber das ist natürlich eine gute Frage. Vielleicht die nächste Frage, Marlene. Versuchen Kinder mehr CO2 als Erwachsene?
Verbrauchen. Verbrauchen die Kinder mehr CO2 als Erwachsene? Nein, die Erwachsenen verbrauchen natürlich viel mehr CO2. Es gibt sehr viele Dienst- und Geschäftsreisen, da sind viele Leute mit dem Auto unterwegs, mit dem Flugzeug. Und dadurch sind die Kinder eigentlich und Schüler automatisch sehr nachhaltig unterwegs. Weil ihr habt das ja gerade gesehen, wie ihr zur Schule kommt. Mit dem Roller, mit dem Fuß, mit dem Fahrrad, ein kleiner Teil mit dem Auto. Und von daher seid ihr natürlich schon sehr nachhaltig und umweltfreundlich unterwegs. Aber wenn ihr älter werdet und werdet erwachsen und gründet vielleicht eine Familie, dann verändert sich einmal das Verkehrsverhalten. Dann fahrt ihr vielleicht auch mit dem Auto oder fliegt zu einer Geschäftsreise. Und da müssen wir anpacken. Dieses Nachhaltige, was ihr jetzt macht, das müsst ihr auch später retten und so müsst ihr auch später unterwegs sein. Und das ist ganz wichtig. Das sieht ja in der Stadt gut aus, aber wie ist das auf dem Land, wo nur alle 2 Stunden der Bus fährt? Das ist natürlich auch eine gute Frage. Und es ist klar, dass in der Stadt die Mobilität und der Verkehr ganz anders funktioniert wie auf dem Land. Aber das ist auch wichtig, dass man auf dem Land neue Möglichkeiten schafft, um hier Alternativen zum Pkw zu schaffen. Hier muss der ÖPNV viel flexibler werden. Es müssen hier Systeme geben, Shuttle-Service eingerichtet werden oder auch mit Carsharing und mit anderen Möglichkeiten, mit Pedelecs, mit E-Bikes versuchen, wirklich dieses Baukastensystem aufzubauen, um hier sehr viele Alternativen zu schaffen. Und wenn man wirklich einen guten Mobilitätsverbund letztendlich hat, dann hat man auch Alternativen für das Auto. Aber es ist klar, es wird auch immer Fahrten geben, wo es keine Alternativen gibt. Und dann muss man aber schauen, dass man hier ein Elektrofahrzeug hat, um halt wirklich hier zu versuchen, die Emissionen zu minimieren. So, haben wir noch eine Frage? Welches Verkehrsmittel produziert am meisten CO2? Das haben wir ja ganz am Anfang in der Vorlesung uns schon mal angeschaut. Das ist das Flugzeug natürlich, was sehr viel CO2 verbraucht, aber auch das Auto, was danach kommt und die Schiffe, ein Kreuzfahrtschiff, das sind wirklich die Verkehrsmittel, die halt wirklich sehr viel Emissionen letztendlich verbrauchen. Das waren ja wirklich sehr viele spannende Fragen von euch. Viele Sachen haben wir auch beantwortet und nochmal vielen Dank natürlich euch hier für diese spannenden Fragen letztendlich, die wir haben. Letztendlich freuen wir uns dann natürlich auch über eure Zukunftsideen. Also wenn ihr Ideen habt, wie ihr mobil sein möchtet in der Zukunft oder wie eure Stadt aussehen möchtet, dann schickt uns doch eure Bilder, eure Skizzen, Collagen, eure Texte oder Geschichten, Videos oder Comics an die unterstehenden Adresse imubis@uni-suhe.de und wir freuen uns natürlich über alle über eure Einsendungen. Von daher hoffe ich natürlich, dass es euch viel Spaß gemacht hat, dass ihr einiges gelernt habt, auch hier in diesem digitalen Hörsaal. Und vielleicht sehen wir uns ja in 10 Jahren hier in diesem Hörsaal mal wieder an der Universität Duisburg-Essen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch Richtung Nachhaltigkeit und Stadt- und Mobilitätsplanung gehen möchtet und vielleicht auch ein bisschen die Welt verändern möchte. Von daher vielen Dank nochmal. Bleibt natürlich gesund, seid weiter nachhaltig unterwegs und dann sehen wir uns bestimmt wieder. Ich möchte mich natürlich auch nochmal bei unserem Team bedanken, bei Sarah, bei Nora, bei Kerstin und bei Sina, die mich letztendlich toll unterstützt haben, aber auch natürlich Frau Binser und Frau Dinse und natürlich hier an Herrn Ehlert für die Technik. Das hat alles super geklappt und von daher bedanke ich mich natürlich bei allen recht herzlich und letztendlich Glück auf und wir sehen uns wieder. Vielen Dank.